So, lass uns mal weiter gucken. Nee, da gucken wir jetzt noch nicht rein. Also in den Keller? Nee, 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 da gehen wir später hin. So, lieber Chat, ihr könnt euch bitte schon mal überlegen, oder, naja, YouTube halt nicht. Aber wir werden uns früher oder später jetzt entscheiden müssen, ob wir den Weg der Mutter oder die des Vaters gehen. Bitte schreibt mal in den Chat, welchen Weg wir gehen sollen. Guck mal, da sind auch so ein paar schöne Sachen mit Messern angeheftet. Haben wir denn hier noch was Schönes? Ach du Scheiße. Ja, Mama war auch nicht so gut drauf. Okay, Oma, Oma schreibt Vater. The father. Oh, I don't remember that being there. I can hear you out there. Please, please help me. It hurts. Oh, it hurts so much. I can't take it anymore. I can't take it anymore. Ja, was hat die Mutter verbrochen? Yes. Thank you. It's so good to feel that there's still beauty in this world. Okay. Lass mich mal so sagen, Jojo. So, nicht nur Brutalität kann Schaden an einer Kinderpsyche hinterlassen. Sagen wir mal so. Ja, schön, ja, schön. Wir erinnern uns ja auch, im Hauptspiel hörten wir von einem großen Brand in einem großen Kaufhaus. Und Mutti hat da gerade wohl Schuhe gekauft. Ja. His little bird. His little rat. Was? Gut, gehen wir ins Büro von Vater. Hallo. Also ich sehe hier, lese hier ganz deutliche Tendenz. Mother. Du, du, du. Ah, siehst du? So, was war jetzt die Tendenz? Die Tendenz geht Richtung Mutter. Also wir werden den Mutterstrang visieren. Weil Vater, um es mal mit Jojos Worten zu sagen, Vollhorst ist. Und das wissen wir ja schon. Okay. Na, dann gehen wir Richtung Mami. Ah, ist ja krass, ne? Aus Kindersicht. So 10 cm über Fußboden. Oh. Okay. Hey there. Hallo. Oh, come on, don't be afraid. Da bin ich nicht. It won't bite. Okay. Here, try for yourself. Und ich glaube, wir haben uns im Original auch für die Mutter entschieden. Das ist ja Hammer. So, das kann ich nicht. Ja, du wusstest doch, wo die Paloten da lesen können. No, that's not quite right. So wie Kinder halt spielen. Still not quite there. Jetzt muss ich das ernsthaft nach... Was? Als ob ich das könnte? Ja, Sivi. Du als Musiker. Was muss ich anklingeln? Du musst da jetzt gar nichts anklingeln. Ich glaube nicht, dass du danach spielen sollst. Nicht, weil sie gerade gesagt hatte, ist not quite right. Ich glaube, du kannst ja auch nichts richtig machen. You know what? I have an idea. Go get your crayons. Okay, Malstifte holen. Yeah. Das ist aber schön. Hast du ganz toll gemacht und jetzt wollen wir mal schön was malen. Was Ruhiges. Wunderbar. Ich habe die Malstifte geholt. Ach so. Ah, guck mal. Da. Sieht jetzt aus wie so ein Nintendo-Code. Oder nee, PlayStation-Code. Viereck. Dreieck, Kreis und X. X. Genau.
That's actually not bad. Look at you, young lady. Warum fliegt der Stuhl? Weil wir uns den Gin reingeknallt haben, der da oben stand. Ich kann nichts weiter spielen. Bin ich wieder zurück? Ja. Mami, Mami, ich kann Klavier spielen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob so ein Riesenhaus für so ein kleines Kind geil ist oder eher unheimlich. Wo ist denn der Hundi? Ach du Scheiße. Das ist ein Safe. Loot! Loot! Stevie, ja, das Loot ist dran, du kommst nicht ran! Warte, ich brauche mir eine Treppe. Loot! Hüpf doch! Okay, doch. Giria Mensch. Oh, warte. Ja, gar kein Problem. Nein. Mach doch wieder zu! Ist doch keine richtige. Achso. So, viel Pass. Jetzt springen wir da drüben hin. Kannst du springen? Damit wir da. Nee. Ich kann hier nur wahrscheinlich hier drauf. Oder auch nicht. Du musst an die Uhr. Okay, was habe ich gemacht? Oh Gott. Die Farben sie ja LSD genommen. Das ist ja wie ein Frosch geleckt. Hey, 257. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Also muss ich jetzt hier irgendwann runter, wenn der Raum eigentlich richtig wäre oder was? Also so jetzt? Sagen. Lol. Jetzt ernsthaft? Okay. Trail and Error. Oh, ein Bügeleisen, wie schön. Ich will hier rauf. Kann ich nicht. Was? Sei nicht traurig, Mama. Wir werden es zusammen. Was? Wir werden zusammen kaputt sein? Ich lese nur vor, was da steht, ey, ne? Also, so. Hashtag ab 18. Echt, Benni, du Schwein, sag mal. Kind jetzt vorgelesen und geschrieben. Schwein. Zu Samen. Oh. Okay, weiterhin, Mama, ja? The way of the Mutti. The way of Mother. Oh, nee. Das finde ich jetzt nicht so lustig. Das ist, Was meinst du, wie du aussiehst, Benny? Du siehst da genauso aus in dem Spiel. Wahrscheinlich läuft jetzt gerade so ein Benny vor dir lang und denkt so, und latscht dich weg. Was ist das denn? Wie spät ist es? Malen, schlafen, malen, verstecken, malen, weinen, malen, was? Hm. Das sind die Uhrzeiten? Ja. So, lass uns doch mal an der Uhr drehen. What? Ah, ist schon verstörend. Achso, ich kann weiterlaufen. Ich dachte, die Sequenz hört irgendwann auf. Was? Hallo? Wer bist du denn? Okay. Das finde ich so wirklich immer noch ein geiler Effekt, so mit diesem Brennweite verändern irgendwie. Also halt der Mittelpunkt irgendwie wird nahe gemacht und alle drumherum wird weggezogen irgendwie. Black Horse Snake! Grüß dich! Oh, schön, dass du da bist! Warum kommst du jetzt erst? How many times do I have to tell you to keep the shit out of the hallway? Oh, that's right, cry. Seems like everyone's solution everything in this house. Okay. Es ist halt ein Kind, ne? Also es lässt sein Spielzeug halt da. Ja. Aber Benny, bist du schon mal barfuß in so eine Horde Lego-Steine getreten? Ich habe keine Kinder, deswegen. Naja, nein. Muss ja nicht bei dir gewesen sein. Kann ja auch, ne, bei Flo oder was mal gewesen sein.
Nee. Ist ein ganz, ganz besonderes Gefühl, muss ich sagen. Und da könnt ihr noch das eine oder andere Schimpfwort kurz mal rausrutschen. Hm. Mach doch mal zu. Schau mal, war hier was drin? Kann ich mich hier verstecken? Nee. Oh, Papi oder Mami oder so? Achso. Okay. Warte mal. Lecker Wein. Ach, wir müssen jetzt die Dinger da zusammensetzen. Och nö. Wir müssen Muttis Bild zusammensetzen. Oh, sind das zum Glück nur drei Schnipsel? Schnipsel? Ja, drei Schnipsel. Was? 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 Oh, kleine Laterna Magica. Oh, no, 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 no. Ich will zurück. Das Spiel ist so unrealistisch. Wir sind so klein, aber kriegen alle Türen auf. Ja, nee, ist klar. Das, findest du, Jojo, ist der unrealistische Aspekt an dem Spiel? Okay. Alles klar. Ja. Also anscheinend was war das denn jetzt? Zu sein. Gott, ich bin weg. Ach, uff. Ja. Das war keine schöne Passage. Das ist Gunnar. Aber ich habe so leichte Flashbacks. Ich glaube, ich weiß. Ich denke, du verstehst, Jojo. So, Schnipsel Nummer D. Oh, wir haben Nummer 3 schon. Ja, ja. Sensationell. Müssen wir jetzt wieder nach oben? Wahrscheinlich. Also, oder? Also, ich sag mal ja. Ah, ist natürlich wieder ganz anders hier. Klar, 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 klar. Oh, Princess, don't sneak up on me like that. Especially when I'm working. So, what do you think? Oh, you like it? Well, that makes one of us. Okay. Du sag mal, wir haben ja nicht im Original irgendwann, sind wir nicht mal irgendwann zu Vater gegangen? Das kann sein. Ich glaube, wir haben eh einen Abstecher zu Vater gemacht, aber wir sind überwiegend dem Mutterstrang abgelaufen. Ja, okay. Also ich würde jetzt einfach mal straight immer die ganze Zeit die Mami-Dings. Hm? Okay. Mal durch. What? Was war das? Das ist unser unsichtbarer Freund. Finde ich aber grundsätzlich eigentlich nicht verkehrt, weil, wie gesagt, die Mutter ja bis als Feindbild halt in der Hauptstory echt nicht so präsent war. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear. Ich dachte, die sagt jetzt wenigstens meinen Namen. Benny! Happy Birthday to you! Das war jetzt nicht so lustig. Also, dein Gesang schon, aber die Figur da vorne nicht. Okay. Wer wirft hier mit Äpfeln und mach auf damit. Ach du Scheiße. So, Mann. Oh, ich mag das nicht. Da hinten ist noch was. Are you out of your mind? Warum?
Schokolade? Ich hasse Schokolade. Oh. Was soll das? You said there was gonna be a party. I just started a bit early. Ach so. Oops. Mann, Alter. Ja. Und nochmal kurz umdrehen. Ich hab schon wieder den IKEA-Elch gesehen. Geh mal, ja, mal da hin. Den hab ich ja extra angeguckt für dich. Da. Der IKEA-Elch, da ist er wieder. Dass er den beim ersten Mal nicht gesehen hat. Ich hab extra für dich hingeschmult. Extrem. Teddy. Ist ja auch gar nicht gefährlich hier so in so einer Höhe. This one's gonna be perfect. It has to be. I'm gonna prove you wrong, all of you. Ja. What? Not now, Princess. Go play with your dollies or your crayons. Daddy's very busy. Ooh. Okay. Daddy is busy. Was passiert hier? Benni hat sich in diesem Spiel einfach schlicht und ergreifend dazu entschieden, irgendwie alle Jumpscares einfach zu ignorieren, indem man wegsieht. Ist mir egal, da rechts ist totaler Terror drin, der Mann. Ja, aber da war doch so eine Schublade, die ich... Ja, ja. What the hell did you do? Oh, you didn't mean to. Well, that makes it all better, kaputt gemacht. It'll just magically unbreak because you didn't mean to. Go on, get out of here. Go to your room and break shit in there. Just take all your toys and smash them one by one. And keep at it. Maybe you'll finally get good at something. Das ist ein toller Papa. Ja, das war interessant, ne? Und obwohl wir jetzt tatsächlich die Mutterstange gewählt haben, haben wir jetzt trotzdem nur den Vater die ganze Zeit. Missing Cat? Missing Katze. Mr. Scooter. Katze. Ja, so Herr wird doch Katze geschrieben, oder? Entschuldige bitte. Also, ich sehe jetzt kein Problem. Alles gut. Katze. Alle meine Poppen. Belohnung. Adresse. Meine schön, ey. Hör die Mosen. So, dann lass doch mal Mr. Scooter suchen. Mr. Scooter. Erzählt ihr was? Nee, ne? Alles gut. Hallo. Ey, guck mal, das ist doch mit der Scooter. Yes. Oh nein, der ist nicht komplett. Oh, da fehlt noch ein Rad. Da fehlt noch ein Rädchen. Wir können hier hochklettern. Oh, was war da? Das Rad, sehr schön. Was, ist es ein Rad gewesen? Hm? Warum wird uns so anders? Das ist Papas Medizin, die mir kostet. Ein bisschen. Asrador, wir haben den Creepy Door hier, ey. Den hätten wir niemals Kornal.de geben dürfen, den Mann. Guck mal. Oh, guck, wie schön. Ja, es scheint nicht das Richtige gewesen zu sein. Tja, dann suchen wir mal weiter. Warte mal, was ist denn da oben drin? In der Uhr? Warte mal, da müssen wir nochmal kurz hoch. Was ist denn da los? Kuckuck. Aber ich glaube, ich weiß, wo das Rad ist. Ja. Ist das da? In der Bücherregal? Wie komme ich da hin?
Warte mal, wenn ich hier so mache. Ach so. Plupp. Hey, ich hab das Rädchen. Little Cat, guck mal hier. Ja. You're sick. You're insane. You're not thinking straight. You're right. I am sick. I'm sick of you not being there for us. We need you. I need you. When was the last time you slept with me? Christ, when was the last time you even touched me? Do you know what that does to me? Do you know that my own husband is disgusted with me? But excuse me if I've been too busy working my ass off trying to provide for this family. But no, you're right. More important to whisper sweet nothings in your ear. You call that work? You lock yourself in there for hours, days. You come out looking like shit, stinking of booze and stale piss. Do you even realize how much your daughter is scared of you? Do not bring her into this. Don't you dare. All I do for her. You keep telling yourself that. I'm sure it makes it a hell of a lot easier. Abgeschlossen. Danke, Mr. Scooter. Ist eine Zauberkatze. Hat uns den Weg freigemacht. Also, altes Retro-abgeranztes Spielzeug kann auch schon ganz schön unheimlich sein, wa? Aber das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. This little caddy. Aber ich komme hier nicht durch. Kann ich hier durch? Kann ich mich ducken? Okay, ich kann mich nicht ducken. What? Oh, that's all right, honey. Something got into Mommy's eye, that's all. You be a good little girl and go to sleep. Daddy's working, so we can't disturb him. Mommy has to go downstairs and take a bath. I love you. Ja, wir wissen ja, wie das Bad endet, ne? More than a wife, she was first and foremost his muse. Her beauty and talent drove him. After the accident, she became a burden. A disgusting monster screeching out from her bed. An anchor weighing him down. Ich hab schon das Geburtstagsgeschenk für dich. Ey, wirklich, nicht dieses Babyface-Dingensbummens. Ich sag mal, Dr. Med Henri Marvin? Beziehungsberater. Achso, hatten wir ja schon. Telefon, 3. März. Dieses Mal gehen wir wirklich. Ach ja, das hatten wir ja, glaube ich, schon mal. I, grasping at the remains of my sanity, declare this to be my last will and testament. I hereby deem all my previous wills just as worthless as the shallow husks calling themselves my friends and associates. To my agent, Thomas Caldwell, I bestow the hellish vermin that infest my home, praying that they will gnaw away at him endlessly, bleeding him dry, just like he did to me. To my publisher, Liam Brickstone, I bequeath the flames that consume the love of my life in hopes they will devour him, along with the wretched whore and the squealing bastard he calls a family. To my lawyer, James Jerome Sadler, I pass on whatever illness has rotted my brain and soul away so that he can feel just as empty and useless as he was to me. To any other parasites that come crawling out of the woodwork, I leave nothing. To hell with all of you. Finally, to my beloved daughter, I leave all my earthly possessions. For what they're worth, I hope they will inspire you to realize your true potential. The final, most precious gift, however, is not mine to give. You will have to discover that on your own. I believe in you, as I always have. Mhm. Richtig spürt so.
Ja, da, also, ja. Okay. So, dann gehen wir meistens in unser altes Kinderzimmer, oder wollen wir hier vorher nochmal abbiegen? Oh, ist ja offen. Okay. Ist jetzt die Frage, wann wir das oder ist Mutti das in der Mitte? Ich hätte gedacht, das wäre Vater, der ein bisschen verrückt wurde. Nee. Weil er sein Werk nie finishen konnte. Also, in seiner eigenen Ansicht halt. Achso, kannst du mir mal ankicken, ne? Ach, nee, kann ich leider nicht. Also, ich wüsste nicht. Ich wüsste leider nicht wie. Ja, wahrscheinlich hängt es irgendwo im Flur rum oder so. Die vielleicht können wir uns das nachher nochmal in seinem Atelier anschauen, da wo er seine Sachen malt. Vielleicht wird es ja da irgendwo aufgehangen. Oh ja, da würde mich freuen. Das ist auch so ein schöner Ort eigentlich. Oh! Ja, ich weiß, das ist wieder was für dich, oh, ne? Schnuffi, schnuffi, schnu. So, was ist das für ein schönes Bild? Alright, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Now, Okay. Where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. Was denn? Princess! Yeah? Keep looking at me! Nein. Look at me! Ist okay, ist ja beruhigt dich. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. The princess heard a fierce... Do you want this story to have a happy ending or not? The princess heard a fearsome growl. The witch had unleashed her familiar, the hellhound. Ich steuere jetzt gerade gegen, ne? Its perky ears wary of even the slightest sound. The princess remained motionless, letting the monster pass. There was a stillness in the air. The princess breathed a sigh of relief. For a moment, it seemed like the worst was behind her. And yet she knew that it was not over. There was still danger nearby, waiting for her slightest move. Frozen in terror, she kept looking straight ahead. Suddenly, she heard a terrifying cackle. It was the evil witch herself. The wretched thing despised beauty and innocence. For she ist es überhaupt nicht anstrengend, die ganze Zeit dagegen zu steuern? Hallo? Hörst du mal auf jetzt hier? The hag was near, just outside of view. But our heroine didn't dare to look. She had to keep her head straight, lest she be cursed by the witch's foul magic. She could almost feel the chilling touch of the witch's hand at her neck. She felt the sudden urge to run away, but fought it with all her will. God. For she knew that was precisely what the witch would have wanted. And then, just like that, the chill was gone. She saw a glimmer of light over the horizon. The sun was almost upon her. It was almost dawn. It was almost over. And hey. The princess stood triumphant in the sun, smiling as she... Wait, that's not right. Her face. Why is she still... scared? Ja, hast du überlegt, was für eine Geschichte du mir gerade erzählt hast? I didn't mean to... Princess... I am so sorry. Laber nicht. It's not that he was cruel. It's just that... to him... reality was just a pale reflection of art. He was blind to the world... unless it was translated to him through a canvas. Okay. What? Was passiert jetzt? Ach ja, die eine Tür da, wo wir nicht reingekommen sind, die ist jetzt offen.
Lass uns doch mal gucken gehen. Was? I don't know what I expected to find. A farewell note? A final will? So eine Clown Aufziehpuppe da. An apology. Expressed in the only language he ever truly knew. Was da noch passiert ist? At that moment, I could finally see my father for what he was. A man driven insane with sadness and guilt. Trapped in this house. A nightmarish echo chamber of past mistakes and tragedies. So ein geiler Name. Das ist so ein albtraumhafter Schallkörper. It was this house. A place beyond hope, beyond redemption. I knew what I had to do. Oh, nice, Brent. So, hä? Aber warum... Warum verdoppelt sich denn immer alles? Also, war das jetzt ein Bug? Okay, sie brennt es wirklich nieder. But I could finally forgive him. Ja, das ist das einzig Richtige. Dieses Bild muss verbrannt werden. Ich mag dieses Baby. Genau. Ich werde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Benni. Ich werde gegenüber deines Hauses werde ich eine Leinwand mieten. Hey, eine Plakatwand. Was hast du da drin? Ganz groß raufpflastern lassen. Oh, das ist so lovely, sweetie. But why pink? Warum nicht? Immer diese Frage, warum pink? Lass sie doch pink malen, wenn sie pink malen will. Ach, das war's schon? Das war jetzt die etwas abgekürzte Variante, ja. Mhm. Tatsächlich. Lol. Das war Inheritance. Ja, okay. Tatsächlich sind wir jetzt auch gar nicht so stark auf die Mutter eingegangen, wa? Und wie jetzt eigentlich tatsächlich der Weg versprochen hätte. Nee, also ich wollte gerade sagen, es hat sich ja alles irgendwie... Der Vater hat ja die ganze Zeit nur gelabert. Ja. Und vor allen Dingen, wir haben ja auch gar nicht das... Hast du nicht gesagt, dass wir das mit diesem Grammophon bei der Mutter hätten? Ja, ist das doch gewesen. Also muss... Nichts davon passiert? Also wir konnten ja nicht zurückspulen oder so. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es halt das Ding war, wo wir halt mehr beim Vater nachher waren oder was. Das kann natürlich sein, ne? I don't know. Ich weiß auch nicht, wie wir uns damals entschieden haben, aber ich gehe mal davon aus, dass wir anfangs auch den Weg der Mutter gegangen sind, weil da waren jetzt sehr viele Szenen irgendwie, die mir sehr bekannt vorkamen. Also mir kam das zum Beispiel mit der Katze bekannt vor. Das kannte ich noch irgendwo her, mit diesem Rolle-Dingens-Moment. Ja. Aber... Ja. Gut. Dann haben wir quasi jetzt Teil 1 fertig. Wir haben das Head-On fertig. Und das Final Chapter wird wahrscheinlich Teil 2 sein. Ja, aber wenn das heißt Final Chapter, dann glaube ich nicht, dass es noch einen dritten Teil gibt. Dann passt sich aus. Kann ja sein, dass das Buch erst später da liegt oder so. Oder das halt wirklich nachher in 3 Sätzen abgerissen wird irgendwie. Also ich weiß nicht, Chat, wer von euch hat sich schon mal Layers of Fear Teil 2 irgendwie gegeben? Also vielleicht auch selbst gespielt? Ja, gute Frage. Ich würde nämlich auch langsam, weil... Uhrzeittechnisch langsam würde ich nämlich auch zum Ende kommen wollen. Also ich würde mich jetzt hier nochmal kurz umgucken. Ob es hier vielleicht noch irgendwas Neues zu entdecken gibt oder so? Ich will jetzt bloß nach dem Gras im Keller gucken. Nee, der ist ja oben. Aber hier ist nichts weiter. Das hat nur schon. Selbst gespielt? Never ever. Aber bestimmt angeguckt, oder? Also Melly wird es bestimmt gesehen haben, bin ich der Meinung. Mutti? Bestimmt, also Melly kann ich mir gut vorstellen. Du hast das bestimmt auch gesehen, oder? Da
Habe ich nie und werde ich nie selbst spielen. Dafür seid ihr doch da. Ja, grundsätzlich hast du natürlich recht, Herr Junge. Hätte ja sein können, dass du das eventuell schon bei einem anderen, bei einer anderen YouTuberin oder YouTuber gesehen hast oder Streamer oder was auch immer. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, nachdem wir den zweiten Teil gespielt haben, dass wir hier hochkommen. Dieses Out of Order-Ding. Ja, ja. Was haben wir hier noch? Ja, na gut. I think I always loved how broken you are. Was? Naja, sie hat ja den Charakter erschaffen. Also, gibt's ja natürlich halt auch Wesenszüge, die du dann halt tatsächlich entweder an dir selbst wiederfindest irgendwie und halt dadurch magst oder auch hast. Das stimmt. Ja. Aber hier lag das Gras, warum ist das Gras nicht mehr da? Buberts, Brokkoli, wie man es auch immer nennen will. Wer nennt denn so eine scheiße Brokkoli, Alter? Was ist denn nur los? Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt hier passiert, weil ich bin gerade ganz kurz nur hier raus. Hallo? Hallo? Kann ich noch nicht durch, ne? Nee, hier geht's noch nicht durch. Aber ich bin da, glaube ich, ganz bei dir. Ich denke auch, dass man nachher ganz nach oben kommen wird, irgendwie auf so einen Leuchtturm. Ist ja quasi ein Gesetz eigentlich. Alter, was ist denn da los? Weiß ich noch nicht. Vorhin auch schon so. Habe ich hier aufgemacht und dann war eine Notiz? Aber ich weiß nicht, gibt's jetzt hier eine Despite our previous reminders, the above amount due remains unpaid. We regret to inform you that unless payment is received by... This matter will be passed over to our debt collection agency. So dieselbe, oder? Ja, ja. Haben wir jetzt wirklich nur die beiden Teile durchgespielt und das war's? Es ist jetzt alles... Es hat sich nichts verändert? Naja, doch. Also, wir... Ich ahne Schreckliches. Was steht denn da? Das ist die Filmrolle. The... Achso. Da steht aber was. The Ves. Was? The Vessel of Flame? Of Flame, genau. Also Of Flame kann ich auch lesen, aber was ist denn das, was ist da drinne? Warte mal, ich mach mal meinen Monitor ein bisschen heller. Warte mal. Gucken, ob ich das besser lesen kann. Ja, so. The Vessel of Flame. Was ist denn Vessel schon wieder? Bestimmt das Schiff. So wie der Schiff hieß oder so. Ich glaube, das war die Atlantik. Es ist die Titanic, ich sag's dir immer wieder. In meiner Welt ist es... Aber das ist... Okay, es hat sich hier nichts getan. Also das Foto ist wieder da. Pass auf, hier fällt jetzt gleich das Messer runter. Das Bouquet heißt Vessel. Vessel? Das Bouquet der Flamme. Lyrisch. Vessel, du Dazzle. Aber ich kann es zum Beispiel nicht mehr auswählen, guck mal. Ist der Zettel da, der da liegt? Ja, das war it was hier. Done. He finished it. Und did he? Nope. He don't. Aber guck mal, wir können die beiden anderen Chapters können wir zum Beispiel nicht mehr auswählen. Wir können jetzt nur noch das letzte machen. Na, das wäre ja auch ein starkes Stück irgendwie, wenn man jetzt auch ein Spiel teilen noch mal, weil es so geil war. Also, ich weiß, verstehen, war gut, aber jetzt das nochmal auswählen, das wäre ja nur... Also.